Blau-Weiß Linz will sich zu Hause aus der Ergebniskrise schießen. Die Salzburger konnten zuletzt in der Champions League endlich Selbstvertrauen tanken. Doch die Linzer sind das gefährlichere Team. Herrliche Kombination. 8. Minute Ronny Waldo mit dem Abschluss nach Vorarbeit von Geuginger und Seidel. Dann die 46. Minute, 26 Sekunden nach Wiederanpfiff. Cabaldo mit dem No-Look-Pass auf Biatkowski. Ronny Waldo Zweikampfsieger. Ronny Waldo Torschütze. 8. Bundesliga-Treffer in der Saison, das 1:0. Blau-Weiß will jetzt mehr. Seidel ans Außennetz, 51. Minute. Die Bullen mit rund 3/4 Ballbesitz, aber keinem einzigen Schuss auf das Tor. Diambu in der 55. kommt dem noch am nächsten. Dann auf der Gegenseite die 58. Minute und aus der zweiten Reihe Alexander Briedl mit dem Abschluss, mit dem Tor. Ball noch abgefälscht, Schlager auch noch dran und dann via Stange hinein zur Vorentscheidung, auch weil der Kopfball von Jeo keine Gefahr ausstrahlt auf der Gegenseite. In der Schlussphase viel eher haben sogar die Linzer noch Möglichkeiten. Ronny Waldo sieht, dass Schlager weit vor seinem Tor steht. Frecher Abschluss vom Stürmerstar, aufmerksam der Nationalteam-Goalie. Und die Hausherren mit einer weiteren Möglichkeit. Fabio Strauß prüft Alexander Schlager, der nichts dafür kann, dass es am Ende eine Niederlage für die Bullen wird. Blau-Weiß gewinnt erstmals wieder seit der 7. Runde.